Ich sitze jetzt hier mit Ole am See, Nähe des WM-Quartieres. In den vergangenen Tagen hatten wir die Sichtungsläufe für die WM als auch für den Schweden-Weltcup. Ole war einer der stärksten deutschen Herren. Ja, wie ist es dir denn gelungen, so gut bei den Sichtungsläufen zu sein? Ich fand, die Vorbereitung war eigentlich recht gut. Wir waren ja vor einigen Wochen schon mal in diesem Gelände und daher kannten wir eigentlich beide dieser Geländetypen. Die sind halt schon sehr anspruchsvoll, sowohl physisch als auch technisch, was mir generell erstmal liegt. Und dadurch, dass wir halt schon viele Trainings in dem Gelände hatten, wusste ich genau, was auf mich zukommt. Hatte eigentlich also eine ganz gute Vorstellung davon, was ich machen will. Das hieß, dass man wirklich einfach immer einen sehr genauen Plan braucht in diesem Gelände. Das sind sehr viele Steine und die Sicht ist häufig schlecht. Jetzt in dem Mittelgelände teilweise auch viel Grün, das heißt, man muss genau wissen, was erwartet mich, auf welcher Seite vom Stein steht der Posten. Es war auch sehr steil, das Gelände jetzt bei der Mitteldistanz, das heißt, da musste man auch echt an der richtigen Stelle das Tempo drosseln, um dann eben gut die Posten zu finden, während man an anderen Stellen dann richtig Gas geben konnte, wenn man wusste, okay, ich muss jetzt ungefähr die Höhe halten und einfach mal 300, 400 Meter an diesem Hang lang rennen. Das war, glaube ich, sehr wichtiger Punkt, dieser Tempowechsel, dass man im richtigen Moment ganz locker macht und wirklich technisch sauber und im nächsten Moment dann auch Vollgas gibt, damit man eben auch schnell unterwegs ist. Nice. Und dieselbe Technik hast du auch bei der Langdistanz angewendet oder war das ein bisschen anders? War schon nochmal sehr anderes Gelände, also trotzdem sehr steil und dadurch physisch enorm fordernd. Aber man hatte eben diese langen Routenwahlen und es geht im Prinzip in die gleiche Richtung, weil man wirklich sich auch immer mal wieder einfache Routen raussuchen muss, wo man sagt, okay, ich laufe jetzt einfach nach oben und muss dann oben lange dran lang rennen und dann muss man halt wieder gucken, wie finde ich den richtigen Einstieg in die Felspassagen, weil das ist häufig recht tricky und ja, das hat eigentlich auch gut geklappt. Schön. Wie nutzt du jetzt die verbleibende Zeit bis zur WM? Ja, wir sind ja jetzt noch 5 Tage hier. Die werde ich auf jeden Fall nochmal für möglichst viel Kartentraining nutzen. Das ist ja schon essentiell wichtig, dass man einfach noch besseres Gefühl von dem Gelände kriegt. Also die Sichtungsläufe waren jetzt von meiner Seite ganz ordentlich, aber da geht auf jeden Fall auch noch was in Richtung Optimierung, auch technisch. Und das will ich einfach hier nochmal ein bisschen nutzen jetzt. Diese Posten, die wir hier noch anlaufen, wirklich immer ein klares Trainingsziel haben und zu gucken, dass man einfach nochmal die einzelnen Sachen gut auf die Reihe kriegt. Und dann natürlich zu Hause bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, aber nochmal ein paar ordentlich schöne, harte Einheiten machen mit genügend Regeneration dazwischen. Und dann, ja, dass man dann richtig fit ist, hoffentlich in 4 Wochen. Und dann kannst du nun Felsen da. Genau. Jetzt war die Deutschen doch sehr kompakt beieinander. Wie schätzt du das Potenzial des deutschen Teams bei dieser WM ein? Eigentlich sehe ich das ganz positiv. Wir haben, glaube ich, ein ziemlich breit aufgestelltes Team. Also das sieht man auch, dass wir eng zusammen sind, wie du schon gesagt hast, und alle eigentlich gut drauf sind, würde ich sagen. Auch nach dieser Corona-Pause habe ich nicht das Gefühl, dass uns das jetzt groß geschwächt hat, auch wenn die Trainingsbedingungen nicht immer optimal waren. Aber da sehe ich uns eigentlich auf einem ganz guten Weg. Unser Ziel ist ja die World Games Qualifikation und dafür ist eben die Staffel besonders wichtig. Und das, finde ich, ist irgendwie ganz cool, dieses Teamziel, dass wir wirklich so auch zusammen dieses eine Ziel haben. OL ist ja doch sonst häufig eine sehr individuelle Sportart, wo jeder für sich durch den Wald kämpft. Aber gerade, dass diese Staffeln so wichtig sind und auch die Einzelleistungen, gibt mir ein positives Gefühl, dass wir uns da auch gegenseitig unterstützen und weil wir einfach dieses gemeinsame Ziel haben. Von daher glaube ich, dass da auf jeden Fall schon mal der richtige Spirit im Team ist und dann kann da, glaube ich, auch was gehen bei der WM. Cool, cool. Gut, das waren jetzt erstmal meine Fragen an Ole. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche mit dem nominierten Team und dann wünschen wir noch einen schönen Abend.